Ja, wir sind natürlich glücklich mit dem Sieg gegen Argentinien. Es war ein harter Kampf für Kopf und Körper. Haben jetzt vier Spiele wirklich ackern müssen in kürzester Zeit und jetzt kriegen die Jungs heute frei, trainingsfrei. Und dann werden wir die Analyse und unsere Vorbereitung am Abend und morgen früh für das Saudi-Spiel. Nach dem Mittagessen fahren wir um 14 Uhr bisschen in die Wüste, machen eine kleine Wüstensafari, das heißt mit Offroad-Jeeps, die wir leider nicht selber fahren dürfen. Ich glaube, das wäre zu gefährlich. Wir lassen uns fahren und dann geht es die Dünen rauf und runter, soll wohl sehr spektakulär sein. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber wir lassen uns alle mal überraschen. Und werden den Abend dann ausklingen lassen beim Abendessen in der Wüste, in Zelten, was so ein bisschen auch natürlich nochmal die Mannschaft zusammenschweißen soll, einfach mal rauskommen, was anderes sehen, weil ich glaube, Katar ist ja nicht Doha und diese Stadt hier, sondern es gibt ja noch andere Dinge zu sehen und ich glaube, das ist für die Jungs auch mal ganz interessant, wo wir hier eigentlich sind. Ja, ich glaube, wir sind einigermaßen in gleiche Boot wie alle anderen. Bei Weltmeisterschaft hat man diese Spiele normalerweise, wo der Gegner ein bisschen ungewöhnlich spielt oder vielleicht nicht ganz das Niveau hat, was zu erwarten ist. Und da müssen alle durch. Und dass es uns jetzt so zum Schluss trifft, ist auch ganz gut nach diesen vier Spielen. Nichtsdestotrotz, das ist immer besser, wenn man solche Spiele volle Pulle angeht. Und das werde ich auch die Jungs sagen, dass die Leute, die auf die Platte sind, dass sie einfach Gas geben und das kann uns dann später auch helfen in der Turnier, dass einfach der Rhythmus aggressiv und gut bleibt.